Prost. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Games Tycoon 2. Wir nehmen natürlich unsere Engine X, unsere einzig wahre Engine, Qatari, Byte, Commodore, gerne mal noch eine Marktforschung anschmeißen, um zu gucken, ob... Oha, Level 2, sehr, sehr gut. Was können wir dann beim Christmas Tree verbessern? Liebe Community, bessere Atmosphäre? Okay, wir machen ein Spiel, das die Atmosphäre wegbläst. Okay, Casual Gamer. Ein bisschen runter und da ein bisschen runter und hier halt ein bisschen hoch und hier noch ein bisschen hoch. Alles rein. Und davon gibt es noch ein Add-on. Später. Hier. Damals habe ich noch Texte geschrieben. Heute geht es nur noch am Prophet! Add-on kommt noch. Lizenz. Okay, nehmen wir natürlich keine, ne? So, dann haben wir das hier. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Das letzte seiner Art. Tschüss. Jetzt wird das erste A-Spiel. Geil, cool. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Plus 70 Hype. Okay, pass auf. Du hörst jetzt auf damit. Du schmeißt jetzt eine Marktforschung erstmal an. 4,5 Millionen. The Lords of the Drinks, VfB Bisowski versus SC Voll. Oh Gott. Ey, cringe einfach nur. Irgendwann geht die Reihe weiter. So, jährlich. Jährlich oder so. Oder alle paar Jahre mal. Bugfixing. Da rein. Hochwertige Sounds. Aber sowas von hochwertig. Alter, fast 11 Millionen Verkäufe, ne? Unfucking glaublich. Okay. Verdammt, mal will ich darauf klicken. Ich will jetzt erstmal die Version fertig haben. Mit unter 50 Bugs, sag ich mal. Okay, Floor 2 ist gut. Okay, Arbeitsmarkt. Bei den Bugfixes rein. Sehr gut. Weiterforschen. Jetzt kommt die Demo-Version raus. Spezialmarketing.
Build My Christmas Tree 5 Beta Demo. Hype. Holy shit. Build My Christmas Tree 5. Vorabversion für die Presse. Wie viel haben wir? 84. Wir müssen noch 6% oder so hinkriegen. Marketing-Kampagne. Spiel. Build My Christmas Tree 5. TV. Gönnung. Render. Wir müssen überhalb erzeugen. Und wir müssen auch die Mitarbeiter-Einstellung gerade mal ein bisschen. Wenige Pausen, viel Druck, hoher Druck. Motivation ab 70%. Das Spiel muss jetzt rocken, das muss alles wegficken jetzt. Nochmal oben rauf. 87. Wir müssen noch 3 Hype erzeugen, dann können wir einen Überhype machen. Den würde ich gerne einmal machen. So, gleich kommen die Game Awards. Ganz schnell mal gucken hier, was erstmal freigeschaltet worden ist. Ja. Taito Gönnung. The Floor 2. Woo! Ja! Spiel des Jahres. Gerade frisch released. Vor 10 Wochen oder? Nee, 11 Wochen. Alter, wieder mal alle Preise abgeräumt. Schlechtes Spiel des Jahres. Blitzkrieg? Oha, was? So, ein Bugfix ist noch. Ich würde gerne überhalb erzeugen. Ich würde halt hier gerne wirklich 90 oder so haben. Wenn das möglich ist, ey. Wenn das möglich ist, das wäre so geil. Ich glaube, das dauert. Halt immer noch ballern jetzt einfach 1000 Grafik oder so rein. Ja, mal dies, mal jenes, mal Kackes, mal Poppes, mal leck mich am Arsch. Meine Fresse, ihr könnt euch nie entscheiden. So, wenn das jetzt Woche 3 nicht fertig ist, dann hauen wir es trotzdem raus. Wir hauen das Ende Woche 2 jetzt raus. Wir machen noch so viel Werbung, wie wir können. So, wir hauen raus. Ah, verdammt! Okay, verdammt! Ey, wenn wir den Überhype. Wie lange dauert der Überhype? Ah, wir haben auch gerade Christmas-Saison, ne? Ah, okay, wir warten. 89 ist schon echt close zu Überhype. Wizard of Mystery 2. Ich will einen Überhype haben. Oder einen Überhype zumindest erzeugen. Ich glaube, das wird diese Woche nichts mehr. Hm.
vierte Woche ist halt auch echt schon. Ne? Überhype können wir machen. Nee, warte. So, ab 90 konnten wir doch jetzt Überhype machen. Build my Crystal to C5. Überhype erzeugen. Feuer. Dann droppen wir das halt erst nächstes Jahr. Dann ist es so. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss aber auch abliefern. Ist das Spiel, was am längsten bisher braucht. 3 Monate Entwicklung bisher. Bam, Feuer. 91 nur? Was? Egal, publishen. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, das wird eine über 90. Das wird eine über 90. 91, 92. 93! Bam, Alter! Fuck yeah! Fuck yeah! Das wird ein gutes Spiel! War das laut? Ich glaube nicht, ne? So, wir hauen jetzt noch Updates raus. Und zwar erstmal hierfür. War jetzt noch Saison. Also Weihnachtssaison hier unten. So, wir müssen jetzt aber langsam mal Produktion. Würde ich gerne den hier bauen. Spiel wohl gespeichert. Wir machen jetzt mal 10 Millionen, finde ich in Ordnung. Kaufen wir erstmal. Wir haben jetzt 1981. Dieses Jahr steht nicht viel an. Wir haben zwei. Wir haben keine 250.000 Fans erreicht. Bin ein bisschen enttäuscht. So, die Aktion beenden wir gleich. Die Aktion abbrechen, ja. Wir starten jetzt Kundensupport. Weil da sind echt viele Anfragen. So 21.000 ist schon ein bisschen viel. Themen, die letzten 11 knallen wir noch rein. Marketingkampagne, Spiel, Christmas Tree 5, TV, dauerhaft laufen. So. Produktion. Wie macht man das jetzt am besten? Ich würde hier das gern alles Lagerraum haben und da vorne Produktion und so. Ich weiß halt nicht, wie groß die Produktion ist. Ne? Ich mache mal so ein 4x4 Feld. Und noch so ein. Was? 5x4? Was? Hä? Okay, der muss erstmal eine Tür haben. Das kriegen wir. Wir können da anscheinend nicht anbauen. Das ist schlecht, aber gut, verstehe ich. Mindestens Größe 5x5. What? Real Talk? 5x5, das ist 5x5. Okay, das heißt, wir können hier nicht anbauen. Aber wenn wir hier eine Tür reinmachen, können wir nicht anbauen. Nee. Nee. Okay, dann. Okay, das ist erstmal ein Raum. Maschine, 120.000. Hui, ui, ui. Ich würde es gerne so haben. Können wir hier einpacken? 1, 2. Nicht mal 3? Das ist eine Verarsche. Das ist doch eine Verarsche. Entschuldigung, aber nicht mal 3 Maschinen? Ich würde hier gerne 3 Maschinen haben. Wird doch wohl möglich sein.
Produktion. Achso, nee. Verdammt. Ich verwechsel das immer wieder. Produktion? Maschine. Actually, das macht er nicht. Keine Chance. Bei dem die Tür im Weg ist. Ja, aber ganz ehrlich, dann können wir auch den Raum kleiner machen, oder? Dann können wir doch auch locker den Raum kleiner machen. Ja, siehst du? Perfekto. Mindestgröße von 5x5. Jetzt fick mich... Also... Bin ganz braver. Sein, dass trotz der Tür hier keine weitere Maschine hinpasst. Entschuldigung, aber was ist denn das für eine Rotze einfach? Nur wegen der scheiß Tür da, wisst ihr? Fick dich. Entschuldigung, das jetzt so zu sagen, aber. Also, das ist doch wohl die größte Frechheit hier. So, dann machen wir einen weiteren Produktionsraum. 2x5. Eine Tür. Und dann können wir noch einen weiteren machen. Maschine 1. Maschine 2. Maschine 3. Wir werden jetzt bald Spiele-Publisher. Ich glaube, da brauchen wir das jetzt. Also, Real Talk. Es fehlt eine Tür. Ach so, es fehlt eine Tür. Ach, verdammt. Du hast recht. Nein. Fick meine Eichel. YouTube-freundlicher Content. Woo! Von ja, Twitch-freundlich, ne? Mhm, sehr freundlich. So, dann haben wir hier eine große Produktionsstätte, so gesehen. Und eine, naja, Maue, eher. Und dann wahrscheinlich müssen wir auch noch lagern, ne? Lagerraum. Ach so, hä? Achso, wir müssen wahrscheinlich erstmal einen Lagerraum schaffen, ne? Ja, dürfte kein Problem sein. Denke ich mal. Okay, doch. Also, naja, ein bisschen vielleicht, also.
So, perfekt. Schwer das Trigger. Okay. 100.000 Spiele. Ey, das wäre mal schön, wenn man so viel Platz hätte. Spiele. Ich glaube, das ist, also bei unserem Millionenverkauf wird das nicht viel sein. Upsala. Bei unserem Millionenverkauf wird das gar nichts sein. Ja, wir geben jetzt gerade erstmal viel Kohle aus. Für erstmal Lagerregal nur, ne? Lagerbestand haben wir denn jetzt? Steht das hier irgendwo? 750.000. Achso. Doch in Shop hinein! Okay, wann ist das verfügbar? 1985. Ich glaube, bis 1985 müssen wir erstmal richtig, richtig, richtig viel Kohle gespart haben. Wird wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel upgraden werden. Ich würde jetzt die Gebäude hier sagen auf. Dass man hier nicht höher bauen kann, fuckt mich ein bisschen ab, ne? Vielleicht gerne noch 2 Millionen erhöhen. Ich bin gespannt, wenn die 100.000 Regale kommen. Ey. Wann kommen die? 2015? 1995, also actually schon ein paar Jahre. So, jetzt haben wir 2 Millionen Regale. 2 Millionen Spiele. So, ihr könnt weiterhin Gameplay verbessern. What the fuck? Okay. Auftragsarbeit. Level Design. Abgabetermin 6 Wochen. Nee, wir sind gerade noch mitten im Weihnachtsgeschäft. Das machen wir mal nicht. Wir machen mal. Achso, okay. Bugfixing. Ja, wir machen mal ein paar Spieleberichte. Ne? Vor allen Dingen für 5, ne? Damit das gleich mal direkt gepusht wird. So, ich würde sagen Feuer. Ich war gerade vor einer halben Stunde war ich gerade pissen, ey. Ich muss schon wieder. Ich trinke kaum was. Ey. Alter, Platz 2. Und wir machen schon eine halbe Minus, Alter. Alone 233.000 und im Trend auf Platz 4 würde ich gerne nehmen.
Liste ist leer. Ist eher schlecht, aber gut, was soll's. So, jetzt. Zweite Woche. Eine Plattform wurde vom Markt genommen. RRS 80. Naja, gut, die hat sich auch nicht verkauft. Ne? Build My Christmas Tree 4. 11,5 Millionen. Ich glaube, das ist Rekord. Alter, jetzt schon im Plus. Platz 1. Boah, leck mich am Köchchen. Danach beenden bitte. Die Tippelzeichner. Na, gib mir was. Meine Fresse. So, Spiel entwickeln. Zuletzt 1980, würde ich gern. Obwohl, warte mal, wir machen mal. Wir setzen mal ein bisschen auf Filme jetzt gerade. Battleship Wars. Spielgröße. Das wird jetzt automatisch eine A. Oder? Warte mal. Nee, eine B+. Okay, Entschuldigung. Hauptgenre. Geschicklichkeit. Untergenre Rollenspiel. Hauptthema Battleship Wars. Ja, schwierig. Fußball? Warum wurde mir das vorgeschlagen? That makes fucking no sense. Kampfkunst. Eroberung. Ja. Oh, will ich schon sagen. Als Nebengenre. Kinderschule, Weltall, Raumschiffe, Zombies, Themenpark, Wissenschaft, Agenten, Klempner, Dämonen, Mathematik. Zeit als Parallelwelt, Elemente, Zwerge, Nahrung, Lastkraft, Armut. Oh, ey. Ey, keine Ahnung, was ich hier nehmen soll. Revolution, keine Ahnung. Feuer, Lizenzen. Ohne Engine natürlich die Engine X, ne? Ganz klar, Katari, Dings. Plattform 3. Mag dann der 1%? Ich dachte, die Commodore? Die zieht nochmal an hier. Na gut. Habe ich mich wohl getäuscht. Ganz arg. So, passt schon, ne? Gut. Feuer. 248.000. Pixelbots. Bitter. So, danach bitte aufhören. Das ist nicht. Das hat vom Hype her abgenommen.
Bugfixing. Battleship. Ich stelle mal vielleicht ein paar Leute ein, wenn es sich lohnt. Soundattest, Grafikdesigner, Game Design. Du kannst schon mal auf dich verpissen. Du kannst dich ebenfalls verpissen. Soundattest, Techniker. Den würde ich vielleicht gerne einstellen. Den würde ich vielleicht auch gerne erstmal einstellen. Spielertester. Techniker, naja. Programmierer, der weiß schon, was er tut, weißt du? So, 11 von 19, das passt schon super. Ich gehe ganz kurz auf Toilette, ich komme gleich wieder und hoffe, dass das hier. Ich mach das mal auf langsam, ne? Aber dass das hier ganz entspannt läuft. Ja, ich lasse die Aufnahme laufen. Schon wieder zurück. Na, hab grad Licht angemacht. Der aus. So, was haben wir denn? Das ist das Spiel vom Markt genommen. Nein! Das war so ein gutes Spiel! Wie kann man das vom Markt nehmen? Ich kann actually gar nicht versprechen, dass wir dieses Jahr die 200 Millionen knacken. Weil wir werden dieses Jahr alleiniger Spiele-Publisher. So. Also in ziemlich genau 10 Monaten. Ey, so viele Bugs. Wieso pissen die hier alle hin? Ich kann so nicht wegwischen, das ist zum Kotzen. Alter. Von WallF könnte man noch dieses Jahr ein Spiel rausbringen. Apropos die Mitarbeiter einstellen, die können wir ein bisschen höher stellen. Jetzt gehen erstmal alle in die Pause. Goldene Schallplatte. Nee, kann man nicht. Interessant. Interessant.
sagen, wieso arbeiten die nicht schnell genug? Aber doch, sie arbeiten. Jetzt alle unter 36 aus. Unsere Prioritäten setzen jetzt, ne? Okay, wir haben einen nach Forschung bei 37. Wie lange haben wir noch? Hiermit? Oh nein, stagniert. So. Building my Christmas 5 stagniert. Also überhaupt nicht gut. Ist komplett fertig. What? Ja, dein Forschungszentrum, ne? Trainingsraum, Gönnung. Hey, wieso brauchen die Musicians am längsten hier? Waren alle auf Pause, Alter. Jetzt können wir endlich publishen. Was machen wir für eine Lizenz noch? Können wir eine kaufen? So. Duke. Strategie, das fühle ich. Und ein Platformer. Duke. Duke ist aus der Steinzeit. Und buddelt gerne. Dore zieht aber auch nicht an. Die Katari hat auch Ewigkeiten gedauert. Aber die andere Commodore zieht einfach nicht an. So, haut raus. Ach so. Ja, meine Güte. B plus Feuer. Freut mich. Mm-hmm.
Hey, ihr habt nichts zu tun? Verkauft sich nochmal gut. Ja, das Spiel ist über ein Jahr alt. Vielleicht in die Top 4 Trends. Das ist geil. 12, 7 und 9. So, dann Battleship Wars, oh ne, Dude, ne? Ich werde echt mehr geklettert, ich bin echt müde. Also fertig. Duke, der Hype steigt. Special Marketing. Ich will es einfach mal probieren. Einfach mal, ne? Also. Weil das Spiel war ja eh ein Flop. Wie haben die das mitbekommen? Bekommen die das ab und zu echt mit, oder? Auf den Sound. So, Duke ist fertig, dann kann man publishen.
Fiasko. Gut, dann hauen wir noch ein paar Updates raus. Und zwar für The Floor. Ey, ich krieg nicht richtig, ne? Hier ist überall Wasser. Es ist zum Kotzen mit euch, wirklich. Masterix 2. So, du machst jetzt mal ein bisschen Auftragsarbeit. Geht dann nicht. Polishen können wir auch nicht. So, ein bisschen Auftragsarbeit machen. So, ja, mach mal. Ein bisschen, wir brauchen ein bisschen Kohle, ne? So, jetzt so ist das Jahr so, ne? So. Hallo. Kann das nicht irgendwie einstellen vielleicht? Dass das automatisch ausfällt? So, das ist das leer, dann machen wir hier. Ja, dann können wir nur noch das hier forschen. Was soll's? Wir bringen ein Add-on noch raus. Zu Build My Christmas Tree. Wie Original Ernst. Original. So, Standalone Add-on. Noch leer. Nochmal richtig auf Gameplay gesetzt. Alle Sprachen raushauen, alle Features aktivieren, sind aktiviert. So.
Trainingsraum. Ah, ja. Da gibt es einen kompletten Schulungsraum, oder wie darf ich das verstehen? 35 Millionen. Hey, wir werden die 200 Millionen niemals erreichen. Wo macht man den Schulungsraum hin? Hier vielleicht, ne? Vorzüge da. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Okay, Trainingsraum. And a door, please. Just here. Und dann machen wir einen Schulungsplatz. So, ein Whiteboard. Wieso kann ich das hier nirgendwo anbringen? Die soll was lernen, ne? Diese kleinen Rotzbänge. Irgendwie TV und so, die sollen halt lernen. Ja? Kleine Rotzbänge. Hier, eine schöne Uhr, damit er seht, wie spät das ist. Damit auch ja nicht pünktlich Feierabend macht. Weil die geht falsch. Extra nur für euch. Und hier hängen wir noch eine goldene Schallplatte auf. Damit sie sehen, dass wir uns doch bemühen. Hier noch ein schönes Bild von einer Halluzination. Ja, ein bisschen, damit wir so ein bisschen weich machen, sag ich mal. Ne? So. Wen starten wir an Training? Phantomias. Marketing und Support. Grafik, Musik und Sound, Marketing. Für Profis. Feuer. Ja, ist ein bisschen beengt. Zeig mir das mal. Das war gut. So. Ups, oder? Entschuldigung. So, wir sind fertig. Alter, wie kann ich denn hier jetzt raus? Very nice, very nice, very nice. In dem Add-on kommen wir nochmal auf 80%. Oh, über 80%. Oha! Updates, kostenlos.
rein da. Keine. Keine. Ey, das kann ja nicht wahr sein hier. Ach, wir können uns die eigenen Spielberichte noch ansehen. Multiplayer Add-on kommt noch, aber ohne Multiplayer. Scheiße. Ja, okay, dann schreibt man noch ein paar Spielberichte. Summer Olympics 18. Raus für 59 Wochen, 9,05 Millionen hat es eingebracht. Ist nicht sehr schlecht. Charts, wöchentlich. Ja, momentan sind wir, naja, ich muss mir noch ein paar Ideen einfallen lassen, ne? Original End. Wow. Direkt in die Top-Trennen, Alter. In die Top-Trennen, in die Top-Trennen. Summer und Winter Games in den Top 5. Wow, okay. Alter, alle Top 13 Spiele sind von uns? Und wir haben eine weitere Schallplatte für The Floor 1 bekommen. Holy Macaroni. Ob das hier noch... Die besten Spiele aller Zeiten. Boom, Alter! Platz 2! Alter, fuck yeah! Obwohl die User-Reviews sind besser. Die behaupten nämlich, dass 5 besser ist als der dritte Teil. Um 0,4%. Holy Macaroni. So, wir produzieren jetzt nichts mehr. Wir produzieren jetzt keine Dings mehr. Warten jetzt ab. Oh, das macht jetzt gerade ein Minus. Das würde ich auch gerne mehr im Auge behalten. Durchgängig upgraden. Das Spiel soll so gut werden. Das soll jetzt durchgängig, das soll mit eines der besten Spiele überhaupt werden. Ja, ist ja der 5. Teil, ne? Also Updates ohne Ende. So. So, gleich 200 Millionen. Woo! Ich hätte nicht gedacht, dass wir das dieses Jahr knacken. Alter, Christmas Tree. Pfeffer 80. Ja, das wäre auch ein Plop, ne? 3,4 Millionen, das ist ein Plop. Alles unter 5 Millionen ist ein Plop. Ich bekomme hier
hier so viele Mails heute. Es ist zum Kotzen. Wieso denn nicht? Polishing? Nee, können wir nichts. Auftragsarbeit auch leer. Ey, wir können nichts machen, ne? Ich will jetzt aber die nächsten Monate eine Studie leasen, oder wisst ihr? 200 Millionen, Leute. 200 Millionen! Woo! Infos und History. Auszeichnung. Alter! 46 Hitspiele. What the fuck? 5 goldene Schallplatten. Okay, noch keine Platin, noch keine Diamant. 5-mal bester Soundtrack, 1-mal Trendsetter, uiuiui, 1-mal beste Grafik, nee, 5-mal beste Grafik, 4-mal Entwickler des Jahres. Holy Macaroni. Achso, 12 Seiten insgesamt schon. Marktanalyse. Hier haben wir da, bam, bam, alles abgeräumt. Ich finde das so geil. So, wir produzieren jetzt das beste Spiel, was die Welt gesehen hat. Dafür Mitarbeiter, Arbeitsmarkt, Programmierer eingestellt. Her damit. Du arbeitest ab sofort hier. Arbeitsmarkt, Game Testing, der kann schon mal raus. Der kann schon mal raus. Der kann raus. Game Design, der kann raus. Raus, 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 raus. Grafikdesign. Arbeitsmarkt. Bürokraft. Marketing und Support. Die wird eingestellt. Wieso arbeiten die nur? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Hä? Alter, wir hatten hier 8 Leute drin. Wir haben noch nicht alle entlassen. Erzähl mir keinen Scheiß. Ihr produziert jetzt das beste Spiel des Jahres. Und zwar... Wir nennen die Reihe mal Multima 1 The Beginning. The Beginning. Spielgröße. Hauptgenre. Strategie. Ich weiß keine Ahnung, ob das Strategie ist. Action. Dungeons. Unterthema. Mittelalter. Dings brauchen wir nicht. Achso, ich habe doch gerade gesagt, Dings brauchen wir nicht. Hiermit räumen wir ab. Sehr viel. Wir machen jetzt mal einen Mittelwert. Weil, ne, ist so. So. Multima, ne, also, ne, also für die Leute, die es kennen, ja, ne.
Build My Christmas Tree, der erste Teil. Beste einfach. Alter. 773.000 Verkäufe bisher gesamt. Erstmal Bugfixing, bevor es dann ins Polishing geht. Ey. Auch schön Werbung hierfür machen. Die sollen erstmal nichts mitbekommen. Die Publisher hier unten sollen 5 Monate jetzt erstmal noch nichts mitbekommen. So, ne? 5 Monate, noch dann 11. Das ist 11, oder? Oder? Ja. 11 können wir es vielleicht droppen. Nee. Das ist jetzt gleich unser eigenes Produkt. Schön weitermachen. Schön Bugfixing. Alles drauf klatschen, was geht. Großer Messestand. Spiel wählen. Christmas. Achso, warte mal. Die besten Spiele. Ach du Scheiße. Christmas Tree and. Multima 1. Ja, okay, wir fangen schon mal an, ne? So, unsere Fanbase ist bis über 15. Alter, was ist denn hier passiert? 2293 Fans. Build My Christmas Tree. 100 Hype. What the fuck? Alter, Platz 1 seit weiß ich nicht wie viele Wochen in den Trends. Diese Woche verkauft 37.000. Alter Vater. Das soll weiter im Hype bleiben. Alter, das wird so lange im Hype bleiben. Jetzt machen wir mal Special Marketing for the Original and Demo veröffentlichen. Dad's Inferno Brothers Game. Alter, okay, die haben tatsächlich richtig viel rausgeholt. Ich dachte, es wäre so eher so ein kleines Flop-Game. Brothers Game. Raus für 7,5 Millionen. Jetzt haben wir nur noch 6 Spiele auf dem Markt, ne? 4 Monate haben wir noch. Jetzt ordentlich, ne? Hoffentlich. Arbeitsmarkt. Game, Hardware und Technik. Forschung, Marketing und Support. Hearts of Cylon. Okay. Ich weiß nicht, wer von unseren Mitarbeitern jetzt hier rausgeflogen ist, ne? Von den, ich weiß nicht, wie viele Leute, ne? Marketing und Support. 3 Lerner, das weiß ich. Der ist bei der Pixel, ne? Der wird mich drum zu suchen. Grafiker genauso wenig. Hier rein. Mir fehlen noch 2 Leute. Aggressiv Werbung machen. Das ist unsere Devise. Mitarbeiterübersicht. 2 brauchen wir noch. 2 sind in. 3 sind in der Schule. Okay, die sind alle jetzt.
Hä? Ich habe die doch gerade ausgewählt. Ich habe die auch gerade hinten reingepackt. Wieso habe ich die jetzt auf Klo geschmissen? Ja. Guck mal mit. Selektieren. Hierher. Ja. So aggressiv Werbung machen. Special Marketing. Und The Floor. Können wir mal machen. Hat uns schon. Uiuiui. Hat uns richtig gut was gebracht. Neue Plattform erhält ich. Personal Computer. Nice. Nee. Okay, ich muss jetzt gerade erstmal Engineer werden. Okay, nee. Dev Kit. Cascade View. Und Person. Ich glaube, der Personal Computer, der wird's machen. Der wird's machen. Special Marketing. So, haben wir alle gemacht jetzt. Ultima. Hier, dafür machen wir nochmal. Verdammt. Zu spät. Ultima The Beginning. Beta-Version veröffentlichen. So. Ja, momentan ist ein bisschen Flaute gerade wieder, ne? Finanzen. So, die letzten Monate ist so. Oh, wir haben aber. Was haben wir hier? Ach so, ich habe mal die Gebäude gekauft, genau. Momentan ist so ein bisschen so. So, ne? Meine, ja, wir sind gerade im Sommerloch. Oder waren es? 3 Monate noch. Dann sind wir raus hier aus der Firma. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Dezember veröffentlichen wir das Spiel. Dezember. Achso, ich sollte vielleicht wieder Dings drücken. Dann wird das auch was. So, der unterstützt den Kundensupport. Aufgabe abbrechen. Ja. Du machst jetzt starte Fan-Kampagne. Gewinnspiel. Könnt nämlich Multima gewinnen. Hahaha. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Who knows? Who knows? Hey. Markt. Raus damit. The Floor. Multima The Beginning. Vorabversion. Oha, sehr cool. Oh, goldene Schallplatte für The Floor 2 und... Charts. Besten Spiele aller Zeiten. Und The Christmas Tree. Oder? Ey, Alter. Ey, 4 Teile von denen sind einfach in den Tops. Alter. User Review. Okay, der 5. hat ein bisschen nachgelassen. Warum auch immer. All-Time Charts. Alter. Okay, The Floor 2 und Christmas Tree 5 anscheinend. Haben beide die Millionen geknackt. Christmas Tree 3 steht auch kurz davor. Also nächsten Monat kann ich mir es gut vorstellen. Hey, Werbung machen. Machen wir eine Marktforschung, ja. So, das hier muss schön auf Maximum. Das wird... Ne? Ich werde jetzt mein eigener Spiele-Publisher. Und innerhalb eines Monats... innerhalb eines Monats schaffen wir nicht so viele Spiele zu veröffentlichen, dass wir förmlich aus der Decke fliegen. Das geht nicht. Multima 1. The Fans sind hyped. Sehr, sehr schön. Wie weit gehypt? 65 gehypt. Alter, ey, über 1 Million schon verkauft. 8 Millionen eingenommen damit. Marketingkampagne.
Nee, warte mal, dann lässt ja der Hype nach. Warte mal. Ich möchte gerne noch Special Marketing for just this year. Okay, können wir nicht. Dann. Original End. Nochmal TV. Einfach noch ein bisschen Werbung reinknallen. Da werden wir durch die Decke rasen. Wenn wir hier noch 1000 hinkriegen, boah, das wäre geil. So, 3 Monate sind wir noch bei Taito. Ich glaube, dann wird es aber ein bisschen stressig, ne? Monat 9. Dev-Kits können wir nicht. Aber was wir können. Ja, nee, können wir noch nicht. Eine neue Konsole wollte ich gerade anschmeißen, aber. So, ich hoffe, unsere Fans wachsen auch weiter. So, AAA-Titel. The Floor 2 verkauft sich nochmal richtig gut. 13.000 verkauft, hier von 30.000. Alter. Okay, eine Forschung ist fertig. Super, dann machen wir noch ein Engine-Feature. 2D-Block-Grafik. Schön aggressiv Werbung hierfür machen. Ja. 2 Monate sind wir noch da. Vielleicht danach brechen wir hier ab. Also sind wir noch hier unten bei der Firma. Ja. So. Sind hier bis dahin noch 250.000 Fans? Schwierig, ne? Sieht mit den Top-Trends mit den Top-Trends aus? Wöchentlich? Alter, ich kranker, Alter, es wird ja immer kranker. Ich meine, gut, viele Publisher haben jetzt schon, ne? Weil wir auch nicht mehr so viele Spiele machen. Aber Christmas Tree 5 ist auf sehr, sehr guten Weg auf Platz 1 zu kommen. Warte mal, wenn wir jetzt ungefähr 25.000 haben, dann haben wir 1, 2, 3 Wochen haben wir das, haben wir dann Platz 1. Wie fucking geil. Neue Engine verfügbar. Süß Creative Engine 3.0. Davon sehe ich nichts. Wie sieht es eigentlich aus mit der Marktforschung? Personal Computer. Oha.
Ja, okay, interessant. Gut, dann machen wir jetzt aggressiv Werbung für Multima, weil das unser nächstes Spiel ist, was wir in einem Monat bald releasen. TV. Aggressiv Werbung machen. Okay, wir arbeiten jetzt, wir haben nur noch einen Monat, beziehungsweise wir sind diesen Monat noch da. Wir werden wenige Pausen machen, dafür wird hoher Druck ausgeübt die nächsten 3 Monate. Haltet durch, Jungs, wir schaffen das. Oh, jetzt habe ich 2-mal Leertaste gemacht. Neuer Trend, Denkspiel Skelette. So, hier hinten kann nicht mehr geforscht werden, ne? Hm. Mitarbeitern hier aus. Was seid ihr so durchschnittlich? Durchschnittlich seid ihr Wissenschaftler. Ach du Scheiße. Wissenschaftler. Master of Universe. Kommt mal alle mit. Hier rein. Sind einer zu viel? Gut, okay, verstehe ich. So, 1,5 Wochen noch, 1,5 Wochen noch! Dann sind wir unabhängig! Eine Woche noch, 6 Tage noch. Vier Tage noch. Komm schon. 1 Tag noch, Leute, 1 Tag noch! Ein Tag müsst ihr noch durchhalten, Leute. Aggressives Marketing. Hype ist auf 80. Sehr, sehr nice. Damit wären wir jetzt richtig cool. Okay, perfekt. Stopp. Wir werden das Spiel neue Forschung verfügbar. Easter Eggs. Ist jetzt zu spät. Entwicklung abschließen. Selbstvertreiben. Wir sind doch von denen jetzt losgelöst. Hä? 0 Monate. Das heißt, der Vertrag ist aufgelöst. Ey, es beginnt gleich die Weihnachtszeit. Und wir können das... Können wir nicht machen? Ich warte jetzt bis zu der Sekunde, an der das hier weg ist. Ja, liebe Kollegen, ich habe leider gelogen. Ich wusste nicht genau, wann ich diesen Vertrag abgeschlossen habe. Es tut mir leid. Mein Glück, dass ich den mindestens im November abgeschlossen habe, wisst ihr? Grafik kommt fast auf 1000, der Sound auf, ich weiß nicht, 810, 20. Ey, jetzt werd doch mal fertig hier.
ZDF-Auftragsspiele. ZDF-Auftragsarbeiten. Ey, dritte Woche, was soll denn das? Ich muss mein Spiel publishen. Digga, du hast hier noch 6 Spiele von mir, mit denen du auch Profit machst, du Wichser. Ich will endlich selbstständig werden. Dass man die Verträge nicht einfach kündigen kann, ne? Komm schon, das ist auf 100 jetzt. Warte mal. Ich brech mal ab. Ja, das ist mir wert. Das glaub ich einfach nicht. Das werde ich nicht an den Publisher weitergeben. Vergiss es. In der Sekunde, wo das hier auf M12 Dings schaltet, mache ich das selbstständig und produziere sowas von sofort. Ich weiß gar nicht, wie die Produktion überhaupt funktioniert. Ja! Fick dich. Aber wieder alle Preise abgeräumt. 10,89 Millionen mit The Floor 2. Stopp! Selbst vertreiben. Okay. Ich würde mal sagen. Verkaufspreis 39. Achso, wir haben auch noch einen Einzelhandelspreis. Ach du Scheiße. Dann machen wir den mal auf 49. Ja, kann man den ein bisschen runterdrehen vielleicht? Okay, weiter geht's nicht. 64 und. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Ach, das ist die Standard-Edition. Okay. Da kommt was Schwarz-Weißes rein: ein Poster. Aufkleber und ich glaube, Multima hatte damals sogar die Spielwelt. In der Deluxe Edition gibt es das Ganze koloriert: Poster, Aufkleber, Karte, Spielwelt, Rahmen mit Spielkarten, Anstecker. Und noch ein Schlüsselanhänger. Collectors hat noch einen Soundtrack und eine Sammelfigur hinzu. So, kann ich hier beide auswählen? Achso, hier kann ich nur, okay, kann ich nur koloriert auswählen. Okay. Würde ich so mit den Preisen, ja, ist in Ordnung. Wann soll das Spiel veröffentlicht werden? In einer Woche. Alterseinstufung 0. Multima. Okay, was haben wir für einen Score? Kommt schon 80. Ah, schade, kein 80er. 77er. Dann geht es jetzt erstmal intensiv an die Produktion. Spiel produzieren. Multima. Ich mache jetzt mal 300.000. Und sag hier einfach mal 10% davon sind 30.000. Ne? Oder nee, warte mal, 20% waren das ungefähr. Ne? Dann machen wir mal hier 50.000. Dann machen wir mal hier 30.000. Nein! Ich hätte das Oh! Puh! Eigentlich, dass er einen Schirm behalten hat. So. 83.000. Ich glaube sogar Tatsache, dass die Standard-Edition sich nochmal mehr verkauft. Uns kennt ein Spiele-Publisher, glaube ich, gerade niemand. Aber das ist nicht so schlimm. So, in einer Woche wird es released.
Wir haben 1982, das heißt, wir werden ein Spiel entwickeln, eine Fortsetzung auf Summer Olympic Games, aber diesmal wieder Winter Olympic Games, aber diesmal 82. Spielgröße B+. Zielgruppe alle, Denkspielgeschicklichkeit. Denkspiel Skelette. Das brauchen wir aber nicht. Sport, Tanzen, ja, passt. Mit unserer eigenen Engine. Oh, der Personal Computer. Oh ja, der kommt ja jetzt, das stimmt. War ja in den Trends. Okay. Was haben wir von Olympia 2020 gelernt? Es ist immer gut zu wissen, wo sich die Dinger befinden. Name. Summer Olympic Games 18. Silbergeister vom Sound, Silbergeister von Steuerung. Eine stärkere Optik und mehr Content. Okay. Eine stärkere Optik. Ja, doch. Und mehr Content. Alle Features rein da. Feuer. Okay, los geht's. Nächste Woche wird produziert. Der hier produziert fleißig, super. Super, der produziert richtig schön fleißig. Nächste Woche ist der Multi mal dran. Das kostet jetzt erstmal gerade richtig viel Kohle, ich weiß. Ihr könnt euch mal an den Soundtrack ransetzen. Wieder so eine schöne Nationalhymne, ne? Hier kommt Bugfixing. Und hier kommt hochwertige Sounds. Alle. Feuer. Oh, die sind bald fertig. Super. Und hier kommt Marktkampagne, Spiel, TV. Multima 1 The Beginning. Oder, warte mal, Winter Olympic Games. Da würde ich erstmal gerne viel machen. Was können wir denn forschen? Vorhin haben wir momentan 2 Gameplay-Dinger. Okay, das Lager ist 30% voll. Alter. Ich glaube, Multima wird sich gut verkaufen. Also, I hope it. 100er Hype. Nicht mal, also eine Woche noch nicht auf Lager. Lagerbestand 750.000. Eine Produktion ist fertig. Super. Hey, draußen ist schon wieder dunkel. Ich sitze hier am Rechner, seit ich weiß nicht. Ich nehme auch schon wieder 1,5 Stunden auf. Ey, es ist doch nicht zu fassen. Ey, dieses Spiel vertieft einen so. Naja, egal, dann ist es halt 1,5 Stunden. Meine Güte, wir sehen uns in der nächsten Folge.